Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute stelle ich euch vor den Gemüsestyler. Ich zeige euch halt einfach, wie er funktioniert, dass ihr ihn einfach mal live in Action seht. Erzähle euch ein paar Dinge dazu und ihr seht einfach auch wieder, was ich so davon halte, meine ehrliche Meinung dazu. Und genau, in Kombination mit den neuen Modi, die ihr jetzt am TM6 zu finden sind, aber auch damit alle TM5-Besitzer wissen, wie sie damit umgehen sollen und können. Genau, und möchte ich einfach auch dann beim Ergebnis zeigen, was euch so erwartet, damit ihr das einschätzen könnt, ob der denn für euch was ist. Und ich würde sagen, wir starten. Ich habe ihn jetzt ausgepackt, die Verpackung habe ich jetzt nicht ganz so, so unbedingt empfunden, dass ihr die sehen müsst, sagen wir so. Hab den jetzt mir da einfach schon mal parat gestellt. Ihr könnt den auch im Endeffekt relativ einfach mit der Scheibe da drinnen und dem so aufbewahren. Das heißt, von dem her recht praktisch mit diesen Henkeln schön zu nehmen. Von dem her kein Thema. Fassungsvermögen technisch ist das Volumen 800 Gramm. Das heißt, 800 Gramm könnt ihr damit in einem durchmachen. Heißt, wenn ihr jetzt ein Kilo Äpfel, wenn man die Schale wegnimmt, falls ihr die schält, wenn man das Gehäuse etc., kommt man mit einem Kilo Äpfel, kommt man da durch. Und in einem Durchgang eben. Ja, und wir starten jetzt auch gleich durch. Ihr seht oben, könnt ihr immer ein bisschen mitschauen, was sie denn da so tut. Ja, wir haben den Auffangbehälter, der eben da statt dem Deckel, den brauchen wir jetzt im Endeffekt nicht, einfach da einsetzen. Wir haben vorher aber nur wichtig unseren Dreher, den Achsdreher, also der überhaupt dafür sorgt, dass sich die Scheibe dreht und wir überhaupt dann in irgendeiner Art und Weise was zerkleinern. Lasst ja nur so einsetzen, wie ihr auch rein gehört. Das heißt, da könnt ihr nichts verkehrt machen. Stäbchen sitzt, Auffangbehälter einsetzen und dann haben wir da noch unsere Scheibe. Die Scheibe hat jetzt zwei Seiten, sowohl die Nummer 1, das seht ihr da, als auch Nummer 2, sieht man da. Es sagt einem auf der Scheibe auch immer, wo man sich gerade befindet. Also bei der Nummer 1 sind wir, wenn man die nach oben, also man muss immer das, was man möchte, also wenn ich jetzt halt Scheiben möchte, dann müssen die Scheiben nach oben schauen, wenn ich reiben möchte, also schneiden nach oben und wenn ich reiben möchte, dann die Reibseite nach oben. Man erkennt auch, das Schneiden in dem Fall ist Anthrazit oder Grau und das Raspeln oder Reiben in dem Fall ist so ein Hellgrau bis Weiß, also der hellere Knopf. Genau, und immer diese Seite, wo ihr gerade möchtet, schaut nach oben. Dann haben wir nur auf der Scheibe zu finden Rechtslauf, Linkslauf, also der normale Lauf ist immer das Messerzeichen. Da kriegen wir das dickere Ergebnis und der Linkslauf sorgt fürs dünnere Ergebnis. Heißt Scheiben, Rechtslauf dick, Linkslauf dünn. Das ist jetzt wichtig für alle TM5-Besitzer, weil ihr natürlich den Modus nicht am TM5 findet und somit einfach wissen müsst, Stufe 4, Linkslauf dünn, Rechtslauf dick und einfach immer darauf achten, dass ihr, genau, was ihr nach oben gebt, kommt dann auch unten raus. Heißt, ich gebe nach oben die Scheiben, kommen Scheiben raus. Das war jetzt eigentlich so zur Handhabung oder zu dem, was ihr macht, wie ihr das Ergebnis erzielt, war jetzt das eigentlich schon mal alles. Ihr seht auch die Stufe 4, sieht man auch da nochmal und auch da. Ich hoffe, genau. Also ihr könnt das da erkennen, dass man da einfach auch immer weiß, wie und wo und was. Und es ist wirklich, jetzt sage ich einmal für TM5-Benutzer, definitiv cool gemacht, dass ihr immer wisst, wie und was. Also genau. Und jetzt starten wir und ich würde sagen, ich zeige euch, also ich hab Kohlrabi, ich habe Kartoffeln, Karotten, Zucchini und Paprika und ich werde einfach kurz von jedem ein bisschen was zeigen und euch dann das Ergebnis präsentieren. Starten möchte ich tatsächlich mit der Zucchini in dickeren Scheiben und warum? Weil ich die definitiv heute auch dann verwenden möchte, gleich noch im Anschluss zum Kochen. Und haben wir gedacht, die mache ich jetzt gleich als allererstes, weil das würde mich jetzt auch interessieren. Also ich setze in dem Fall jetzt die Scheibe so ein, dass ich Scheiben nach oben
die werden jetzt, wird eingesetzt, habe meine Zuführhilfe, habe dann auch hier noch einen geteilten Schacht, wo ich die Dinge eingebe. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig finde, ist, dass ich einfach dadurch ein bisschen begrenzt bin und auch da. Er ist zwar nett gedacht von dem her, dass man sagt für Karotten, dass man die nicht umkippen und so. Ich finde einfach, er ist ein bisschen schmal geworden, weil ich habe sie schon ein bisschen getestet und bei etwas dickeren Karotten steht man dann an. Ja, das ist jetzt einfach so ein kleiner Punkt, den ich am Rande da erwähnen möchte. Und ja, dass ihr das gleich wisst, wie ich da zustehe. An sich nett gedacht, aber irgendwie nicht ganz perfekt, finde ich. So, dann haben wir eben die Hilfe quasi. Und wir starten mit der Zucchini. Und ich zeige euch die jetzt auch mit dem Modus. So, ich nehme jetzt einfach den Modus in dem Fall schneiden. Und meine Zucchini dann rein, sobald ich aktiviert habe, auf dicke Scheiben. Und er macht das jetzt für mich automatisch in dem Fall. Er legt los und ich gebe einfach nur mal Zucchini rein. Ja. Von der Lautstärke hält sich das jetzt aktuell in Grenzen, finde ich. War ganz passabel. Ich brich das Ganze ab, habe mein Ergebnis erzielt, zeige euch das jetzt auch gleich. Praktisch in dem Fall einfach, ja, dass der Mixtopf jetzt nicht schmutzig wird. Eine Zucchini hat sich da jetzt ein bisschen verhakt. Jetzt schaue ich mir an, wie viel da drunter über ist. Nichts gerade, also nichts da. Und eine ist ein bisschen verheddert. Habt ihr jetzt wirklich ein schönes Ergebnis, wie man sieht. Ja, schauen wir mal. Man hat auch gehört, dass manchen die Scheiben dann doch ein bisschen zu dick sind bei dick und ein bisschen zu dünn bei dünn. Darum möchte ich euch das einfach auch wirklich zeigen, weil da muss sich, glaube ich, wirklich jeder selbst einfach ein Bild machen, weil da haben wir einfach jeder so individuelle Vorstellungen und Wünsche, Bedürfnisse tatsächlich. Also das ist wirklich so. Ich finde jetzt persönlich die Scheiben sehr schön. Muss jetzt jedoch sagen, dass die für mich ehrlich gesagt jetzt eher schon ein bisschen zu dünn zählen würden. Also ich würde, weil teilweise sind es dann schon relativ dünn geworden und kann man da jetzt gerade nicht so, aber das sehen wir dann bei den Kartoffeln, vorstellen, was dann in dem Fall einfach dünn ist, weil zu dünn mag ich dann eigentlich auch nicht. Aber wie gesagt, ich zeige euch das Ergebnis, würde es jetzt einfach auch für euch wirklich nüchtern betrachtet, weil da hat jeder andere Vorstellungen. Aber ihr seht, so und ein paar Einzelne, die sich einfach da so verirren zwischendrin, haben wir bei den dicken Zucchini-Scheiben. So, jetzt machen wir auch gleich weiter. Ich setze einfach, das ist schon cool, also er ist wirklich, der Mixtopf ist sauber, man setzt den Auffangbehälter wieder ein, Deckel drauf, ja, doch, wir machen jetzt gleich mit dicken Kartoffeln weiter, weil ich möchte euch auch bei den Kartoffeln, bei den Kartoffeln machen wir dünn. Weil dick habt ihr jetzt gesehen von den Zucchini-Scheiben her. Ich finde jetzt auch, dass die, wenn man sich das jetzt so vorstellt, für Bratkartoffeln, für Kartoffelgratin, eignet sich sowas bestimmt, eben wenn es jetzt eine Kartoffel wäre. Von dem her habt ihr da ein Bild. Und jetzt kommt schneiden dünn. Und ich schmeiße da einfach meine Kartoffelchen rein. Ups, er aktiviert sie quasi wieder von alleine. Genau, jetzt läuft er im Linkslauf in dem Fall. Und ich schmeiße jetzt einfach mal rein. 2, 3. Schmeiße die auch noch dazu. Oh. Ja. Also, das ist jetzt da ein bisschen rumgesprungen, gehüpft, aber im Endeffekt ist das. So, jetzt schauen wir uns mal das dünn an. Jetzt schaue ich auch gleich da rein, ob da irgendwie was über ist. Ja, tatsächlich doch ein bisschen was. Also jetzt
für das, dass, ja. Also das finde ich jetzt ein bisschen fast, ein bisschen viel, weil man denkt, wenn das jetzt waren so kleine Kartoffelchen, 6 Stück oder so, ist jetzt doch ein bisschen was. Aber ja, also nur, dass ihr das seht, das war jetzt das Ergebnis, was ich unterm Messer als Reste gefunden habe. Wir schauen uns das jetzt einfach bei jedem Gemüse an. Das schmeiße ich weg. So, und wir haben wirklich dünne Scheiben, ja. Also hauchdünn eigentlich in dem Fall. Was jetzt, sage ich mal, für Chips bestimmt eignet. Ja, überlege gerade, was man so dünn macht ansonsten, außer Chips. Ja, das muss jetzt, glaube ich, wirklich auch wieder jeder so für sich betrachten, ob das Ergebnis einen zufriedenstellt oder nicht. Also, es ist schon ziemlich dünn. Schon manchmal teils für meinen Geschmack auch ein bisschen, ja, da seht ihr meinen Finger durch. Aber an sich, das Schneidergebnis, muss man einfach sagen, ist wirklich schön. Also es ist schön geschnitten, es ist nicht irgendwie gerissen oder irgendwie sowas. Genau, und die Stärke möchte ich eben, wie gesagt, gar nicht zu sehr beurteilen. Das sollt ihr hier einfach nur sehen und dann für euch entscheiden, ob ihr das so wollt. Genau, ob ihr das braucht. Die steht jetzt auch zur Seite. Ich spüle mal den einmal durch und dann geht es an die Paprika. So, dann machen wir weiter mit Kohlrabi. Den möchte ich jetzt gestiftelt, also in dem Fall mit dem Modus Reiben, also dass ich es eher in so Stiftel habe, grob, also dick, dicke Stifte sozusagen. Gehen wir jetzt einfach in den Modus rein. Muss man den jetzt auf jeden Fall zerteilen, schauen wir mal wie oft. Möchte dick, das heißt ich aktiviere mir dick, halbieren auf jeden Fall. Und dann auch nochmal in dem Fall der Länge nach und dann ab damit. Ja. Also es geht tatsächlich schön von der Hand. Ja, horcht sich fertig an. Genau. Bin ich gespannt. So, jetzt schauen wir wieder als erstes, was sie unter der Scheibe befindet, sich in dem Fall wieder nichts. Also das ist jetzt wieder doch recht gut. Und jetzt zieht man einfach da die dicken Streifen. Sind schön. Mhm. Also das Ergebnis ist eben vom Schneiden her zufriedenstellend für mich auf jeden Fall. Und auch einfach schön. Ja, ihr seht da, so schaut denn das aus. Huhu, warte mal. Warte, ich halte euch da mein Horn dabei hin. Ja. Eben auch wieder, jetzt in dem Fall wieder fast ein bisschen dünn für dick. Wir schauen uns das jetzt bei den Karotten an. Aber Ergebnis schön und ihr entscheidet, ob das für euch so passt. Einmal wieder durchspülen und ab geht's an die Karotten. So, mit den Karotten machen wir jetzt erst dünn, dann dick und dann seht ihr den Unterschied. Wieder Scheibe nach oben ist bei mir in dem Fall reiben, weil ich sie reiben möchte. Und ich mache jetzt ungefähr Hälfte, Hälfte. Ich mache jetzt einfach mal erst die dünnen und dann die dicken. Nehmen wir mal die für dünn. So, jetzt aktivieren wir eben den Modus auf dünn. Also man muss ein bisschen sachte, nicht immer so. Genau, gibt die jetzt auch in dem Fall durch den dünnen Einführschacht hinzu. Und bin jetzt gespannt, wie er die macht.
Ja, ich gebe gleich die nächste. Aha, ja, der, okay, der hört nach einer gewissen Zeit auf. Das ist auch interessant, so weit war ich noch nie. Aber der stoppt nach einer gewissen Zeit. Finde ich ein bisschen doof. Aber okay, er möchte, dass ich durch reinschaue, ob der Auffangeinsatz voll ist. Das heißt, das ist einfach ein Schutz, dass ihr nicht zu viel da reinpackt und so einen Sack Karotten macht und irgendwie so, hups. Ja, okay. Gut, dann in dem Anbetracht dessen finde ich es wieder okay. Was ich jetzt, ich meine, ihr habt es gesehen, mich hat da tatsächlich eine Karotte attackiert. Das ist mir ziemlich stark jetzt aufgefallen, dass da einiges, also beim Aufmachen, wenn man dann wieder was zufügen möchte, bei der Karotte, also das war bei den anderen jetzt nicht, ist ziemlich viel wieder rausgekommen. Also war jetzt, ja, nicht ganz so. Man kann man vorstellen, wenn das länger läuft und man da vielleicht, also glaube ich, könnte da es auch, also springt so ein bisschen herum und das könnte dann ein bisschen die Küche, ja, vielleicht nicht ganz so nett ausschauen. Aber im Endeffekt schauen wir uns das Ergebnis an. Okay, da ist ein bisschen was über. Ist jetzt okay, finde ich. Also es ist jetzt da ein bisschen was drinnen. Finde ich passabel. Und das Ergebnis finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr schön. Sehr schön fein, wenn man das denn so möchte. Also das sind wirklich dünne, schöne Raspeln. Gell? Mhm. Ich fülle die um. Also das Ergebnis ist wirklich schön, muss man sagen. Man muss einfach für sich jetzt sagen, ob das eben die Stärke ist, die man möchte. Aber es schaut auf jeden Fall, schaut es gut aus, schneidet wunderschön. Also da gibt es gar nichts. So, ich mache aber jetzt gleich weiter mit den groben Raspeln. So. Ja, das mit dem Rausspritzen bei den Karotten muss man ein bisschen gewohnt werden. Also man muss einfach, soll damit rechnen, dass es mal passiert, dass da immer wieder mal ein bisschen was rausspritzt. Ja, und ich finde auch, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, er ist etwas laut. Also wenn man jetzt so neben sich hat, er ist doch ein bisschen laut und vibrieren tut es doch auch etwas stärker. Würde aber jetzt in dem Fall, wollte das einfach nur erwähnen, also falls dann, weil oft auch dann die Fragen kommen, gell, aber es ist doch etwas, ja, geräuschintensiver, finde ich. Ja, und vom Ding her an sich, also das Ergebnis wieder schön. Es ist ein kleines Reststück, das war es aber eigentlich auch schon wieder, also nur so kleine Stückele. Und ja, jetzt seht ihr im Endeffekt das Ergebnis, was da dicke dicke Scheiben sind. Ah, dickes Reiben haben wir da. Ja, genau. Und jetzt fülle ich mir das um und wir haben noch Paprika. Zu guter Letzt Paprika, einmal dünn, einmal dick in Scheiben. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde euch dann am Ende doch sagen, was ich da vielleicht ein bisschen zu dünn oder zu dick oder wie auch immer finde, weil ihr eigentlich, ihr wollt meine Meinung, okay? Und das ist, darum mache ich eigentlich. Also mir ist das jetzt so eingeschossen, dass ich das doch machen werde. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also ich werde euch am Ende dann kurz so ein kurzes Feedback nur meinerseits geben. Genau, jetzt gehen wir wieder vom Modus her zurück auf Schneiden. Ich aktiviere in dem Fall jetzt als erstes, mache ich mal die dicken, oder? Ja, fangen wir mit dick an, ist ja wurscht. Aktivieren. Und los geht's. Ja. Es geht recht zügig, also das auf jeden Fall. Und ist jetzt auch mit dieser halben Paprika schnell gegangen. Mhm. Okay, ja. Bisschen so Resteldinger hat man, aber die kann man jetzt halt entweder so essen oder auch im Endeffekt dann nur so mit reinschmeißen. Das ist jetzt nicht überragend viel, muss ich sagen. Ja, schade drum.
vom Ergebnis her, so, ergebnistechnisch, es war jetzt nicht viel, aber im Endeffekt funktioniert es wirklich schnell und einfach mit auch mehr Paprika natürlich. Ja, und die ist jetzt auch relativ dünn, finde ich, für meine Verhältnisse. Aber es ist sehr schön geschnitten. Also von dem her gibt es gar nichts, aber ein bisschen dünn vielleicht. Also es sind noch ein paar so größere Stücke mit dabei. Aber wie gesagt, das Schneiden möchte ich da jetzt nicht kritisieren. Gell? Also er schneidet, er macht es. Es ist das Ergebnis eben eher so für meine Verhältnisse, ist das ein bisschen eine sehr dünne Paprika, wo ich jetzt gespannt bin auf dünn. Also wenn ich jetzt da den Modus dünn aktiviere bei Scheiben, schauen wir mal. Ich setze die Scheibe eben wieder ein. Und jetzt machen wir dünn. Schauen wir mal. Okay. Gut, also jetzt wissen wir das. Da ist auch relativ viel Rest jetzt über beim Paprika. Also den bitte nicht dünn schneiden. Also da ist einiges jetzt überblieben und das, was wir gemacht haben, ist jetzt eigentlich ein Paprikasaft und Püree oder Mousse oder wie man das jetzt nennen will. Das finde ich nicht schön, das Ergebnis. Also das ist jetzt aber einfach auch, wenn man es weiß, dann macht man bitte da drinnen keine dünne Paprika. Ich finde, man hätte eventuell die Scheibe für dicker, ein bisschen dicker machen können, weil, wie ihr seht, die ist jetzt wirklich relativ dünn schon. Für Paprika, dass man die eventuell ein bisschen dicker, jetzt auch ehrlich gesagt, ich fange jetzt da gleich ein bisschen an, aber der Zucchini wäre etwas dicker noch möglich gewesen. Kartoffel in dünn finde ich eben auch schon wieder fast sehr dünn, außer man möchte Chips machen. Aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, also es ist einfach, dass ihr so ein bisschen wisst, was ich davon halte. Ich finde eben auch, wie bei Kohlrabi, wie ich es vorher erwähnt habe, fände ich schön, wenn das dünn wäre und nicht dick. Und wie man dann sieht, also ich würde jetzt halt Kohlrabi, in dem Fall Paprika, also das würde ich definitiv dann jetzt halt nicht in dünn reiben. Ist beim Schneiden bestimmt nicht viel anders. Also beim Kohlrabi, da habt ihr dann im Endeffekt dieses, also da wären dann die Scheiben Kohlrabi dick so. Und dünn halt dann schon wirklich ein Hauch dünn. Also sicher, wenn man so Kohlrabi Carpaccio gibt es ja auch zum Beispiel, wenn man sowas machen möchte, wäre es wieder ideal. Ansonsten wisse ich persönlich jetzt nicht wirklich, was ich jetzt mit einer noch dünneren Kohlrabi anfange oder Kartoffel, würde ich so dünn zum Beispiel nie schneiden, weil außer man macht und probiert sie mal mit Chips. Ja. Also Karotten wiederum finde ich eigentlich wirklich das dünne, sehr schön geraspeltes Ergebnis. Während ich bei den dicken einfach finde, es schaut ein bisschen netter aus, wenn sie ein bisschen länger wären und nicht so dick und klein. Und, aber es ist im Endeffekt ein schönes Ergebnis. Ja, so habt ihr jetzt einfach auch das ein bisschen genau. Und Paprika, wie gesagt, die Scheibe dick reiben ist okay, aber dünn, dann ist der Paprika weg. Also den kann man da definitiv gar nicht mehr so wirklich, also es ist ein Saft. Paprika entsaften für Saftkur. Na, also das war jetzt so mein Einblick in den Gemüsestyler für euch. Jetzt werde ich mich ans Gemüse verwerten machen. Rohkostsalate, solche Dinge, also wenn ihr da einfach so ein bisschen was zusammenschmeißen wollt, ist das sicher super, wenn ihr sagt, ihr reibt euch die Dinge einfach grob rein und habt den Auffangbehälter, macht es dann im Mixtopf das Dressing und gebt es drüber, also so Sachen. Dafür eignet es sich super. 800 Gramm vom Volumen her ist man halt einfach begrenzt durch den Mixtopf. Ich meine, was viele eben vielleicht als Vorteil sehen, dass er eben im Topf eingehängt ist und direkt drinnen ist. Dadurch hat man aber auch diese Begrenzung natürlich auf 800 Gramm in dem Fall, laut Vorwerk. Ansonsten, Kraftübertragung merkt man, ist doch recht stark, was auch ab und zu wirklich zu doch ein bisschen stärkeren Vibrationen führt.
Er ist ein bisschen lauter, also das muss man einfach gewohnt werden, glaube ich wieder. Das ist einfach so eine Sache, das ist mir einfach ein bisschen aufgefallen. Und eben diese Karottensplitter, die da so raus, also man hat jetzt, ich habe da jetzt wirklich überall so ein bisschen Karotten herumliegen. Ja, das ist wahrscheinlich dann vielleicht eine Anwendersache, die man dann ein bisschen optimieren muss oder weiß ich noch nicht so genau. Also, aber auf jeden Fall spritzt bei den Karotten, hupft halt immer wieder mal ein bisschen was raus. Ja, ansonsten bei Fragen, wenn ihr habt, bitte gerne einfach einen Kommentar schreiben. Euren Eindruck jetzt da dazu gerne unten unter dem Video einfach einen Kommentar abgeben. Ich freue mich auch auf eure Meinung. Ja, vielleicht hat ihn jemand auch schon bei der Beraterin direkt gesehen. Voll gern einfach euer Feedback, was ihr so für Erfahrungen habt damit. Ja, und ich freue mich aufs nächste Video. Bei Fragen, bei Interesse, auch am Thermomix, schaut einfach auf der Webseite vorbei, informiert euch da einfach auch immer über das Neueste. Und ansonsten meldet euch direkt bei mir und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all